Der Nächste, bitte. Ich bin Privatpatient. Ja. Was haben Sie denn da? Einen Mund, Nasenschutz. Ja. Hab ich ja gesagt. Ja, hört sich aber scheiße aus. Kann ich nicht dafür. Ich hab den jetzt seit 8 Monaten. Der ist ja voller Viren. Ja. Können Sie den noch mal sauber machen? Nein, das geht nicht. Da kann man nichts mehr machen. Schade. Da müssen Sie schon einen neuen kaufen. Ja. Wie wäre es mit einer FFP2-Maske? Ja, sind gerade ausverkauft. Oder eine OP-Maske. Nein, haben wir nicht. Wenigstens eine Alltagsmaske. Nein. Eine Gasmaske? Nein. Eine Karnevalsmaske? Nein. Haben Sie Emmentaler? Nein. Limburger? Nein. Edamer? Nein. Da hab ich noch was. Eine Klopapier. Bürste. Hilft die gegen Aerosole? Das hier ist der Griff. Kann ich damit mein Gesicht verstecken? Und das ist der Bürstenkopf. Die Bürsten sind aus Polypropylen. Macht 100 Mark. Ich habe nur Euro. Dann eben 100 Euro. Das ist aber teuer. Jetzt sind wir auch nicht im Baumarkt. Wir sind im Mund-Nasen-Schutz-Fachgeschäft. Auf Wiedersehen. Wieso? Ist Ihr Laden eigentlich geöffnet? Frau Maischberger! Maischberger.
Ich glaub, die Frau hat mich total beschissen. Man müsste alle Menschen einsperren. Für immer. Fürchte dich, wenn der Klabauterbach zu poltern beginnt, ist dein Schiff in großer Gefahr. Zeigt er sich an Deck, dann seid ihr alle des Todes.